Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8. Das blöde Scheiß 200 Kubik, den keine Sau getestet hat. Wir haben mit Ludwig. Und los geht's. Boah, hab so keinen Bock auf diesen Scheiß gehabt. Zum vierten Mal nehme ich den jetzt auf, weil ich andauernd gegen alles dagegen presche und mich jede Sau immer noch kurz vor Ende überholen muss. Und das Schlimmste ist, dass man nie rote Panzer kriegt oder kaum. Und immer diese Dreckspilze. Die machen alles nur noch schlimmer. Hättet ihr nicht mal ein Item machen können, das mal das Handling und die Haftung verbessert? So dass man auch mit 200 Kubik mal die Kurven kratzen kann, ohne andauernd gegen alles zu preschen. Nein, muss ja nicht sein. Gell, aber das war jetzt nötig, dass ich jetzt hier noch mit 12. bin, gell? Das war jetzt wirklich nötig. Ich möchte jetzt eh schon bis zum Hals. Und ich kriege nicht mal Geschenke. Der andere hat einen Panzer, mit dem er mich gleich abballert. Und ich fahre auch noch so bescheuert falsch. Boah, das kotzt mich hier alles so an. Und wieder eins dieser Drecksbabys ist wieder vorne, der erste Platz und so. Wer hat die überhaupt da reingebracht? Ja, das kotzt mir hier alles so an. Driften geht auch nicht. Mann, Mann. Hör endlich mit diesen blöden Pilzen auf! Ich brauch was Normales! Gib rote Panzer! Mann! Und dann trifft er auch immer so falsch! Wieso? Boah, haben die's bald! Immerhin jetzt endlich mal Erster. Und wann kommt der blaue Panzer? Ich bin gespannt. Schlimmer. Boah, Glück gehabt. Aber trotzdem sind jetzt wieder zwei vor mir. Kommt schon der nächste. Nee, blauer Panzer. Perfekt. Und wer gewinnt die Scheiße? Ich gewinne die Scheiße, jawohl! Boah, das macht mich jetzt wieder total glücklich. Aber trotzdem, dieser 200 Kubik ist einfach nur verbesserungswürdig. Die hätten die Strecken dann ein bisschen größer oder breiter machen können. Damit man auch mal die Kurven richtig schafft. Das ist fast immer bei manchen Stellen voll unmöglich. Das einzige Gute ist, dass die CPUs oder halt die KIs auch manchmal daneben fahren. Ja. Ich habe einen voll runtergeworfen, jawohl, so geht das. Scheiße, ich habe eh keine Münzen gehabt. Shit. Wie kriege ich den jetzt? Ja, mit der Bombe ganz sicher nicht. Aber ich habe dafür diese kleine Baby Daisy getroffen. Aber seht ihr, die fahren auch ab und zu in den Sand rein. Also, die haben es hier auch nicht leicht.
Nur das mit dem Abbremsen sollte man vielleicht noch üben. Scheiße, wo kommen die jetzt alle her? Aber ne, das sind echt harte Gegner, vor allem wenn man kaum Panzer kriegt. Ist mir eigentlich aufgefallen, man kriegt allgemein kaum Panzer. Hauptsächlich Münzen, diese blöde Piranha-Röhre, dann Bananen und Pilze. Das ist alles. Man kriegt kaum Panzer, eigentlich. Aber wie gut, dass ich jetzt so einen großen Abstand habe. Das gefällt mir. Oh. Jawohl. Da rege ich mich gleich weniger auf. Toll. Dann darf man sich gleich wieder aufregen. So. Oh, scheiße, fast. So. Und dieser Lucky 2-8. Scheiße. Der kann auch hier ganz schön aggro sein. Naja, das sind Items, die bringen mir aber jetzt hier auch nicht ganz so viel. Ich hätte mal gerne rote Panzer. Das ist ein Item hier in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob das Item das noch weiß. Ich meine, das Spiel ist noch weiß, dass es hier rote Panzer gibt. Aber für den Fall hätte ich gern eines. Einen. Aber ne, ich finde es gut, dass sie hier auch Fehler machen. Das lässt das Ganze nochmal ein bisschen besser rüberkommen. Dann bin ich hier nicht der Einzige, der total scheiße fährt. Mann, und jetzt muss ich hier auch noch verlieren. Das ist auf meiner Lieblingsstrecke. Das ist so schrecklich. Okay, was habe ich jetzt gedrückt? Rote Panzer. Arschloch. Natürlich darf die mich treffen. Ja, genau, wirft mir doch alles hin! Und so schnell ist man Sechster und gleich wieder, was weiß ich. Jawohl. Bin nicht reingefahren. Ich bin irgendwie wieder Erster praktisch und der hat einen Panzer, das gefällt mir nicht. Wow, scheiße. Boah, komm, gib was Gutes. Daran wird es immer scheitern. Doch nochmal Erster. Jawohl. Sorry wegen dem kleinen Ausrasch, aber wenn ich halt immer Mittelfeld bin und dann wieder von allem erwischt werde, macht mich das halt schon ein bisschen sauer. Oh, jetzt ist Peach mein Hauptfeind. Aber ganz egal, wenn ich jetzt. Wenn sie es Erster wird und ich mindestens Zehnter, habe ich trotzdem noch gewonnen. Mit einem Punkt Vorsprung. Aber ich finde, die neuen Strecken sind eh viel schwieriger wie die alten Strecken. Das muss auch noch dazu gesagt werden. Und die hat einen Panzer. Aber ich finde es toll, dass ich jetzt zumindest
nicht mehr so hetzen brauche. Jetzt kann ich eigentlich werden, was ich will. Ich bin trotzdem Erster. Und ich bezweifle, dass ich jetzt auf einmal nur noch Elfter werde. Es sei denn, ich krieg wieder so eine Scheiße. Sorry, aber ich boykottiere jetzt bald Pilze, wenn es so weitergeht. Oh, krieg wieder Pilze. Scheiße, 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 was ist hier abgegangen? Egal was es ist, wieder irgendjemand war schneller als ich. Und wieder irgendwie bin ich jetzt wieder auf den 7. Platz gerutscht. Und irgendwie hassen mich alle. Wisst ihr, mich haut's immer raus, aber die komischerweise nicht. Also am liebsten fahre ich ja jetzt ohne Geschenke, wenn ich nur Pilze krieg. Oh, interessant. Seht euch das mal an. Ich bekomme zum ersten Mal in diesem kappenroten Panzer. Ich muss hier mal irgendwie, glaube ich, die Items umstellen. Geht es überhaupt? Ich hoffe es. Weil ich bin schon wieder Siebter. Irgendwie bin ich immer Siebter. Und ich krieg mein Fluch-Item. Das werde ich boykottieren. Ich werde es nicht einsetzen. Ist mir egal. Ich setze es ein. Wenn ich zumindest... Fick euch. Wenn ich zumindest Fünfter werden könnte, dann wäre das toll. Scheiße, ich hab die Bombe gehabt. Nein! Natürlich fahre ich nochmal rein, gell. Fickt euch. Gerade nur so Fünfter. Scheiße. Geschafft. Ja, so kann es halt kommen, wenn die Strecken scheiße sind. Aber ich habe Gott sei Dank doch noch gewonnen. Das ist schön. Jawohl. Tja, dann wär's das. Wir haben gewonnen. Und man sieht sich dann das nächste Mal wieder. Tschüss.